Was für schöner Asphalt hier ist. Oh nein, kommen hier nicht die Pflastersteine. Warum läuft ihr mit einem Whiteboard durch die Gegend? Was soll das? Guten Morgen, YouTube. Was geht? Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es bei diesem Wetter blendend, auch wenn das leider einer der letzten Tage sein wird, an dem so schönes Wetter noch gibt. Was machen wir heute Aufregendes, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen? Kann ja schon mal ankündigen, dass ab jetzt sehr, sehr, sehr unregelmäßig Videos kommen werden. Es ist noch nicht die Winterpause, also die kommt erst noch, aber das Wetter aktuell ist schon so schlimm in München geworden, dass ich nicht weiß, wann ich wieder Motorrad fahren kann. Was nicht so schön ist. Ich habe das Motorrad gekauft, um es zu fahren und nicht damit es rumsteht, aber man kann ja nicht alles haben. Von daher, Videos kommen zwar immer noch Montag, Mittwoch, Freitag, also nicht am Dienstag oder Donnerstag oder am Wochenende, aber ich kann nicht sagen, welcher Tag freigenommen wird, an welchem Tag was kommt, weil das halt nicht von mir abhängig ist, sondern von dem, was da oben passiert. Und ja, ich weiß, das Wetter aktuell ist so, dass ich wirklich mit T-Shirt rumfahren kann und es angenehm ist. Heute Abend werde ich mir so den Arsch abfrieren, wenn ich wieder nach Hause fahre. Und in ein paar Tagen wird es, glaube ich, nur noch 9 Grad warm. Wo du dir auch denkst, der, warum? Warum kann das Wetter nicht einfach normal sein in Deutschland? Ah ja, das ist der Grund jetzt für so unregelmäßige Uploads. Ich würde jetzt auch gern sagen, das war auch der Grund, warum bis jetzt ein bisschen unregelmäßig alles kam, war es aber nicht. Das lag mehr daran, dass ich einfach absolut faul war und den ganzen Tag nichts gemacht habe. Und weil das Wetter auch wirklich nicht so optimal war. Also es war schon ein bisschen zapfig. Heute ist mal wieder ein warmer Tag, würde ich behaupten. Oh, was für schöner Asphalt hier ist. Im Übrigen das 60-Video, Digga. Ich verstehe diesen Algorithmus nicht, Mann, was da los ist. Warum kommt dieses Video so brutal gut an, Mann? Es ist das letzte Rotzvideo, was ich da gemacht habe. Es ist einfach mehr Klicks als gefühlt alle Videos, die ich in 3 Wochen hochlade. Ja, moin. Eieiei, was ist denn da passiert? Leider das Schild nicht gesehen. Das Bike ist übrigens so unglaublich dreckig. Ich weiß nicht, was gestern passiert ist, Mann. Aber als ich heute vom Bike gestiegen bin, als ob eine Bombe eingeschlagen wäre. So dreckig ist das, der ja. Hier, gibt euch das. Bäh. Oh nein, kommen hier nicht die Pflastersteine? Ich glaube schon, oder? Bitte nicht, ah Mann, zickzack. Ach, Mann, yay. Spaß meines Lebens aktuell. Ich weiß gar nicht, wie sehr jetzt die GoPro destabilisiert. Das interessiert mich eigentlich schon. Oh, da. Normaler Untergrund. Also fast. Ich glaube, mein Hinterrad ist noch auf Pflasterstein. Ja, doch wohl. Jetzt nicht mehr auf Pflasterstein. Warum wackelt seine Antenne so sehr? Jetzt, wo ich hier an der Straße, die zur Leopoldstraße wird, vorbeifahre, fällt mir ein, ab übermorgen oder morgen, ich weiß es nicht, am 24. September auf jeden Fall, läuft mein Strike aus, den ich durch den lieben Herrn Karl S. bekommen habe. Oder nein, ich habe ihn ja nicht durch ihn bekommen, wie er immer sagt, sondern ich habe ihn durch den Fotografen bekommen, dessen Bild ich benutzt habe. Und als Feier des Tages laden wir dieses Video dann gleich nochmal hoch. Also das nächste Video, was jetzt am Freitag kommt, wird das KLS-Video, das verbotene Video. Nur das Thumbnail wird halt abgeändert, weil ich habe nicht Bock, schon wieder gestrikt zu werden und dann wieder 3 Monate aufpassen zu müssen. Aber ja, freut euch schon mal auf ein Video von dem Business-Coach schlechthin. Ah, YouTube, es wird langsam an der Zeit, dass ich aufhören muss. Wir fahren noch einmal kurz die Maximilian entlang. Und dann muss ich mich auf den Weg zur Arbeit eigentlich schon begeben. Ich könnte davon noch ganz kurz erwähnen, warum läuft ihr mit einem Whiteboard durch die Gegend? Kann man das nicht irgendwie so zusammenklappen, um das ein bisschen praktischer zu haben? Was ich aber sagen wollte war, die Wiesn hat angefangen vor ein paar Tagen, am Samstag oder so. Daran sieht man, was für ein guter Münchner ich bin. Ich habe gar keine Ahnung, dass die Wiesn jetzt schon anfängt. Leider wurde die ja abgesagt für dieses Jahr. Von daher können wir leider keine stockbesoffenen Leute aufnehmen. Oder besser gesagt, wir können sie schon aufnehmen, weil die Leute sich immer noch besaufen. Obwohl ja eigentlich Alkoholverbot in ganz München herrscht. Digga, Samstagabend, ich komme von der Arbeit, fahre ich wieder nach Hause. Erstmal, ich habe noch nie so viele Streifenwegen und Notärzte gesehen. Und ich habe safe 3-4 Alkoholleichen gefunden auf dem Weg. Von der Arbeit bis zu mir nach Hause, was nicht weit ist. Von daher, Wiesn-Feeling ist noch nicht... Was soll das? Ach ja,
Wiesn-Feeling ist noch nicht ganz weg, aber es gibt keine blockierten Straßen mehr, weil gefühlt die halbe Stadt abgesperrt wird wegen der Wiesen. Das fehlt halt, weißt? Also für mich ist das natürlich gut, weil die Straßen einigermaßen frei sind und nicht komplettes Verkehrschaos herrscht. Und nicht komplettes Verkehrschaos herrscht. Digga! Und nicht komplettes Verkehrschaos herrscht. So! Sprachenlernen, Bubble. Was halt schade daran ist, die Wiesen ist nicht. Natürlich ist es komplett überteuert alles dort. Also, Bruder, ciao Leben. Ah ja, es war halt, es ist schon lustig. Das auf jeden Fall. Und jeder, der noch nicht auf der Wiesen war, ich glaube, das ist sowas, das sollte man einmal im Leben gemacht haben. Weil das muss man auch mal selber miterleben, wie es da abgeht. Damit bedanke ich mich auch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da, gebt einen Daumen hoch. Jagt das Video genauso hoch wie das 60-Video. Keine Ahnung, wie das gemacht hat, aber tut's einfach. Ansonsten viel Spaß nächste Woche mit dem gesperrten Video. Für alle, die es schon gesehen haben, jetzt könnt ihr es nochmal anschauen. Für alle, die es nicht gesehen haben, jetzt kriegt ihr die Chance, es anzuschauen. Ansonsten bleibt mir gesund, genießt das schöne Wetter und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, yalla.